Und auch nach über, wie viel sind es bereits? 180 Folgen heißt natürlich auch heute mal, es geht weiter, stets heiter, zurück bei The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Genau gesagt, müsste das Folge 174 oder 84 sogar sein. Okay, da fliegt das runter. Und ja, es ist ein bisschen seltsam gerade für mich wieder zum Aufnehmen. Ich glaube, die war fair. Weil es ein bisschen Zeit vergangen ist das letzte Mal. Gut, das ist nichts Neues bei Zelda vor allem. Zum anderen aber auch habe ich ein bisschen am Equipment rumgeschraubt. Ne? Das heißt, gut, Mikrofon ist noch nicht neu, das wird demnächst mal ersetzt. Wobei es soll dasselbe Mikro sein, nur halt auch mit USB-C und so. Nee, es gab auch einen neuen Arbeitsplatz, neu eingerichtet und so, neue Boxen und neues Headset. Ja, die ganze Konfiguration zwischen Headset und Boxen, was ihr natürlich gar nicht merkt bei der Aufnahme, ist mehr für mich, damit das ein bisschen angenehmer ist zum Hin- und Herschalten. Das klappt soweit ganz gut. Der Kopfhörer, gut, das Kabel ist ein bisschen kurz, aber kann man immer noch ein bisschen fixen. Das einzige Problem, was ich momentan habe, dieser Kopfhörer ist so verdammt gut und schützt oder schirmt so gut ab, ich habe meine eigene Stimme nicht mehr. Oder so gedämpft halt. Das ist ein bisschen creepy. Da muss man gucken. Das vielleicht mal noch ein bisschen anpassen muss, irgendwie die Ohrmuscheln lockerer muss oder so. Und ja, wir werden sehen, wa? Was anderes alles ergibt. So. Einer von euch ist sicher so ein seltsamer Baum. Na, wo ist er so einer? Baumi. Keiner? Okay. Schon keiner von denen wäre so ein dämonischer Baum oder sowas, oder so ein Miasma-Baum. Boah, ist das seltsam, ey. Ah, mit der Stimme. Gut, ich muss sowieso ein bisschen aufpassen, beziehungsweise erstmal gucken, wie das mit der Ohrmuschel so ist, weil den Kopfhörer, klar, ein Kopfhörer ist ein Kopfhörer. Du hast natürlich heutzutage so viele Features drauf, aber was für mich halt immer noch eins der notwendigsten Features quasi ist, er muss auch, er darf nicht wehtun, egal wie lange du ihn aufhast, ne? Egal ob ich ihn jetzt 4, 5, 6 oder sogar 12 Stunden aufhabe. Er darf nicht schmerzen und ja, je nachdem, was du da so für eine Ohrmuschel bzw. so ein Polster so drauf hast, ist das nochmal eine andere Geschichte. Na gut, Moment. Muss es doch ein bisschen anders hantieren. Ah, oh, muss ein bisschen nach vorne sehen. Da ist so weird, wenn man seine eigene Stimme nicht mehr hört. Na egal. Also, muss ein bisschen herumprobieren. Das wird hoffentlich am Let's Play selbst keinen Schaden tun. Denn das Let's Play selbst, da sind wir ehrlich, es dauert eh schon lange genug und deswegen machen wir natürlich locker flockig weiter. Wie auch sonst. In der letzten Folge, die für mich schon ein bisschen her ist, aber wir haben geguckt, was wir da so gemacht haben. Junge, Junge, brauchen wir mal ein paar Bögen, war vor ein paar Chimärenbögen. Ja, wir haben, wenn man so will, einiges gemacht, ne? Jetzt ist halt eher die Frage aller Fragen. Wir waren ja vor allem im Himmel ein bisschen unterwegs. Wir haben noch ein paar Sidequests angefangen, auch ein paar beendete. Pferdquests und so. Ich mache überhaupt so. Und ich habe ja mal hier auf der Karte in der letzten Folge ihn noch so gefragt: Ja, wir machen es hier weiter. Ne? Ich meine, okay, der Geheimnis der Kranzruinen wäre natürlich eine Option, die so sogar krass anbieten würde. Sagen wir mal, wie es ist. Das wäre aber ja Hauptstory-mäßig. Es gibt natürlich ein paar Sidequests, die wir da noch haben. Beziehungsweise hier. Ne, Nebenaufgaben und so. Denkt da vor allem die Riesenbrüder in drei Höhlen. Und ich habe generell ein paar Fallwohner nicht so viel jetzt gemacht. Der wahre Heldemund ist ein scheiß Kugel. Müssen auch noch ein bisschen was machen. Oder wir kommen ins ein bisschen mit den Episoden. Ne? Kogas finstere Pläne und dein Ruf aus der Tiefe. Ich dachte mir, wir beginnen mal mit dem Ruf aus der Tiefe. Gucken wir mal, was dort so abgeht. Aber, warte mal. Ich stelle mich hier entfernen. Ich würde sagen, zum Einstieg mal hier einen Schrein. Denn die Idee war, die ich mir so hatte, von wegen, okay, wir gehen dann in den Untergrund, für Schrein der Tiefe, ne, machen wir das mal. Und dann gucken wir halt ein bisschen von wegen, hey, wie sieht denn das aus mit. Hui, zum zum. Wie sieht denn das aus von wegen im Untergrund, so bei Gerudotal, ne? Ein bisschen mehr erforschen Richtung Orni nach oben und dann da natürlich mit Koga die Quest zu beginnen. Link einfach ganz normal rein, ne? Aber sicher, bevor ich dann wirklich die Koga-Quest im Untergrund ma fertig mache, erst einmal noch die Iga,
Hauptbasis noch angreifen. Infiltrieren, besser gesagt, ne? Angreifen muss nicht sein, ne? Wäre ein bisschen sehr hart. Guter Durchschnitt. Gut, ich bin normalerweise ja immer die obere Klasse gewesen, aber okay. Guter Durchschnitt heißt, ich muss schneiden, wa? Naja, also, sorry, aber. Wenn ich das Teil schon mal habe. Moment. Ich meine, die Quest heißt es Durchschnitt. Also, warum soll ich dann irgendwie Pfeil und Bogen verschwenden dafür? Huch, wo geht's denn hier hin? Ja, das ist ein bisschen tief. Nee, da muss sogar ich sagen. Nee, 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 nee. Link, da gehen wir nicht runter. Auf keinen Fall, Junge. Muss zugeben, mit dem Kopfhörer ist vom Raumklang her echt geil, aber alles andere, eben, dass ich jetzt meine Stimme so dumpf anhört, da ist oh, gewöhnungsbedürftig. Mal gucken. So, Link bitte hochziehen. Ja, der gute Link, ne? Der wird bald in Rente geschickt, ne? Könnte man sagen. Hält sogar. Denn so wie es aussieht, kriegt er ja bald ja, eine Vertretung, wa? Ne, ist ein Legend of Zelda-Spiel mit Zelda. Echoes of Wisdom, so heißt das Teil. Aber ich muss zugeben, Freunde, ich bin noch nicht so, dass ich sage, natürlich auch gut. So, dass ich sage, ich bin völlig geheilt auf das Spiel. Es gibt so ein paar Aspekte vom Spiel, die ich cool finde. Also, ich meine, ich habe nichts dagegen, dass. Okay. Oder eigentlich nicht. Ich habe nichts dagegen, dass jetzt irgendwie Zelda der Hauptcharakter ist im Spiel. Überhaupt nicht. Weil ich habe mir schon bei Ocarina of Time gewünscht, dass wir mit Sheik und so mehr machen könnten. Mein Problem dabei ist, dass in Anführungszeichen ein Kampfsystem. Ich meine, klar, du hast immer in jedem Zelda-Spiel eigene Items und so. Das muss auch so sein, das ist ja auch cool, alles gar kein Thema und so, wie es momentan aussieht, auch mit den Völkern, die es alles so gibt und so und wie du überhaupt neue Fähigkeiten einsetzen kannst, ohne allzu viel zu spoilern. Das ist alles geil, theoretisch. Bin gerade verwirrt hier wegen immer noch der Quest, wegen Durchschnitt, na egal. Das ist alles cool, aber ein Legend of Zelda Spiel, was heißt das? Schwertkampf. Mit Schwert und Schild natürlich auch noch ein paar Items, aber du kämpfst gegen deine Feinde. Du kämpfst persönlich gegen deine Feinde. Das ist so etwas, wo man neuen Zelda so denke, uff. Okay. Ja, aber sag mal, ist das hier schon alles? Ist relativ simpel, der Schrein hier, aber. Wenn man so denke, ja, okay, aber. Uff. Im Ernst, muss das sein? Naja, das muss man mal gucken, ne? Ob wir dann nach diesem Kingdom, das kann durchaus sein, bis zum Release. Ne, Moment, das kommt ja Ende September raus. Ne, wir schaffen es nicht, kann ich jetzt schon mal sagen. Da hat er gerade erst wegen ja, Ende November oder so, oder Dezember, zum Weihnachtsgeschäft hin. Dann hat er gesagt, okay, dann können wir es vielleicht schaffen. Aber noch so ein Ding. Hä? Was soll ich denn brauchen? Achso, da fehlt noch ein bisschen was, stimmt, hä? Und. Ein Schlüssel fehlt. Wir suchen am Schlüssel, wa? Und ja, da war halt so ein Ding, wo ich mir dachte, ja, vielleicht Let's Playen, vielleicht nicht Let's Playen, aber momentan würde ich eher sagen, ich gebe dem Spiel, ich versuche dem Spiel eine Chance zu geben, aber ich habe eigentlich so, wie es momentan aussieht, nicht wirklich Bock drauf. Natürlich eine coole Abwechslung wäre auch, weil so ein Grafiker und so. Eher wieder ein bisschen wie Link to the Past, beziehungsweise Link Between Worlds ist, ne? Das ist gar nicht direkt der Nachfolger davon, wer weiß. Durchaus interessante Aspekte von dem her, aber ja, es muss natürlich auch irgendwie triggern, wa? Aha, da hinten. Hab ich gewundert, hey, wo zum Henker geht's denn jetzt dahin? Ah ja. Ja. Gut, da sehe ich jetzt nicht als Durchschnitt an, das ist natürlich eher schwerkraftmäßig, aber okay. Aber gut.
Erstmal gucken, ne, wie das neue Zelda so sein wird. Ne? Eben, es ist halt ein Zelda, es ist kein Link von dem, oder machen wir anders. Also, es muss halt aussehen, ne? Kann alles so noch ein bisschen ändern. Vielleicht darf Zelda auch ein bisschen mehr mit dem Bogen hantieren und so, das ist auch nicht so verkehrt. Wir werden sehen. Und ja, ansonsten ist es halt vielleicht das erste Zelda-Spiel seit längerem, das eigentlich nicht zocke. Aber gab es seit den Four Swords-Teilen eigentlich nicht mehr. Es gab auch kurz, also es gehört so, vor ein paar Jahren gab es mal Four Swords Adventure, was ist das für eine Ding? Ausgabe. Also Four Swords war doch irgendwie was, ob man gerade für ein D oder 3DS. Ich glaube, es war so eine Ausgabe, so eine Spezialausgabe davon. Die habe ich jetzt auch nicht gespielt, weil ich da eben zwar nicht so der Typ dafür bin. Naja, jedem das sein, nicht wahr? Komm mal rauf hier. Okay, er hat aber relativ viele Rätsel dafür, dass es eigentlich so simpel sein soll. Okay, gut, also das kriege ich jetzt irgendwie auch noch so hin. Das ist zu fett. Ja gut, dann bleibst du halt weg. Nehmen wir das Teil. Oh. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das Ding ist durchschneiden, fällt es noch runter oder bleibt's? Also rätseltechnisch, wie gesagt, ne, eher so, okay, kann man machen. Ein Segenslicht. Möge es dir Kraft schenken. Gehe fix nach Hyrule. Ja, Regen. Ich würde sagen, vorhin das perfekte Wetter für den Untergrund, war. Waren wir denn da überall? Wir haben hier und da noch. Hier ist der Schatz. Ja, da ist noch eine, da wird eine Spezialausgabe, also eine Spezialfolge gegeben dafür, wo ich da hingehe. Ich würde sagen, holen wir uns mal einen Schatz hier, ne? Bei ihm gibt es die Quest der Phase Tiefe, ne? Da müssen wir hier ein bisschen gucken, was denn. Ich meine, also dein Untergrund muss, ist klar. Muss er von Anfang an dahin oder muss er von oberhalb dann nach unter? Nein, mal gucken. Zappenduster ist es, wa? Mine im Hylia-Tal. Felsbrocken haben wir, okay. Auch glaube ich nicht, weil wir haben genug Waffen. Ja, so ein paar voll. Die Untertagehose. Geil. Also nicht wegen der Hose selbst, aber halt wegen dem Set. Set, das Untertageset ist komplett. Und ein paar Edelte noch. Immer gerne mitgenommen. Naja, wenn ich schon mal in Miete bin, kann ich ja auch etwas abbauen. Geht das? Hat sie genug oder ist es so eine Low-Name-Mine? Weil jetzt genug Miasma hier.
Ein bisschen was hat's. Aber eine brauchbare Waffe, um die abzubauen. Jo, ist definitiv brauchbar. Ich zugeben, vor allem momentan sammeln vor allem deswegen zu nah, damit wir genug haben, um unsere Hoverboards so immer neu craften zu können. Und ansonsten, ja, ich habe noch mehr Batterien und so. Da sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. Hallo, Rose Nani, wo bist du? Mangelware plötzlich, oder? Damit habe ich gerechnet. Was haben wir sonst noch Brauchbares? Nein. Ja, da brauche ich fast Bomben. Aber kein großes Unternehmen, ich bin enttäuscht. Und ich bin traurig, dass ich enttäuscht bin. Oh, da ist noch was. Ganz ruhig, Tudinsgeist. Und Tage-Dingsbums lohnt sich schon. Ah, großen Nani, endlich mal. Huch. Ne, nichts verpasst, sehr gut. Dankeschön. Ja, nee, ich glaube so viel mehr. Oh, da hinten. Da ist noch eine große. So kann man das ja ruhig markieren hier. Ach ja, Link, geh mit dem Kopf durch die Wand. Und durch die Schiene, besser gesagt. Da ist noch was. Aber was jetzt schon wieder? Junge, diese Waffen halten gar nichts mehr aus. Ist ja schlimm. Okay, Tulin, du hast mal Pause. Was ist denn mit Bomben ran, war?
So, wir haben uns eine Mine, weil gerade auch noch nie. Ah, perfekt. Also. Wenn noch ein paar Waffen ich dafür gebrauchen könnte, ja komm, ne? Ich brauche die Waffen, was will ich mit denen noch? Hast schon 20 Minuten rum? Junge, geht das schnell. Hä? So geht das nicht? Ernsthaft jetzt? Ah, Steinaxt, ja gut, dann halt, wenn das so eigentlich geht. Bis das mir noch fehlt, Freunde, bei dem Spiel, was mir gerade so auffällt. Irgendwie eine Synthese plus Fähigkeit, wodurch die Haltbarkeit der Waffen automatisch verlängert wird. Das wäre mal was Cooles. Das Gefühl, wenn ich Bomben einsetze, geht immer so viel verloren hier. Voll doof. So, da kam ich, genau. Was gesehen, wenn ich nachher noch ganz kurz anschauen möchte. Erst einmal. Was sind die Lore? Hier? Nee. Hä? Wo war die jetzt? Ah, doch hier. Könnte Fuß entlang gehen, ja, man könnte es aber auch einfacher machen. Läuft die hier? Ah, nur Raketen und Batterien, war okay, da wäre vielleicht Baumaterial noch dabei. Für ein kleines Hoverboard halt. Ist auch was Schönes. Jo, 4 Kölmerlinge, das lohnt sich. Okay, dann wird er nachher da oben durchlaufen, oder durchfahren, besser gesagt. Oder sowas. Ja, okay, können wir natürlich machen. Moment. Da ist noch eine große Höhle. Könnte da noch ein bisschen Sonanium drin sein? Ich meine, wenn ich schon mal hier bin. Danach kümmern wir uns aber fix um die andere Quest, aber. Quest, das ist noch eine Höhle. Nur auf nur eine Höhle. Schade. Auch nichts, Junge, Junge. Verarscht werden wir hier, Freunde. Verarscht werden wir hier. Also, warte mal. Die Quest, ein Ruf aus der Tiefe. Ne? Wir sind da gar nicht mal so schlecht, tatsächlich. Die Minimhyliatal. Okay, muss ich hier sowieso hin und her fliegen. Da muss ich vielleicht von oben nach unten mich fallen lassen. Kann immer durchaus sein. Dann starte ich glaube, wobei es mir schon hier unten war. Okay.
Gucken wir nochmal, was es damit auf sich hat, ne? Der Ruf aus der Tiefe. Das ist eine brauchbare Waffe hier. Gucke ja hin und nach so Königswaffen, wann die geforstet sind. Was mitunter gar nicht so einfach anzuhaben ist. Oh, Bombe. Nur eine, Skandal. Ein Reiseschwert. Ich meine, so ein Datenschwert. Nee, nee. Okay, hier soll es also sein. Was auch immer hier sein soll. Hä? Hier mal hochlink. Noch ein Reiseschwert, oh Mann. Also, was sagten die Quests selbst genau? Du sollst die Augen dieser beiden vier Abgründe befinden, in die Abgründe werfen und sie dann zum Ursprung der Stimme Tiefen und Ruinen bringen. Oh Gott, okay. Hab falsch gemacht. Ja, okay. Und dann lande ich hier, ne? Es geht ja später. Jetzt ist die Frage, aber da oben wieder eine Abgrundoberfläche? Tatsächlich. Also rein theoretisch könnte hier natürlich hochfliegen. Nur, das würde dauern, oder? Wäre es in Hauerberg überhaupt machbar, frage ich mich gerade. Gerade hochfliegen ging ja mit dem Teil. Ja, und dann passiert immer genau das. Schön, aber mal neuen Sonanium-Ding einfach mal verpulvert. Herrlich, wa? Also genau hier. Ja, da oben ist es, man sieht schon. Aber kann man die Hauptbahn nicht nach oben, gerade nach oben fliegen, das ist leider das Problem. Na, okay. Ja, das ist in gewisser Weise dann trotzdem ein. Aber warte mal, das heißt, ich soll erst einmal zum Tempel der Zeit zurückkehren, wa? Und da quatschen. Dann machen wir das halt erstmal. Zurück, wo es schön eisig kalt ist, herrlich. Ja, links steht jetzt noch zu an, ne? Der Tempel der Zeit, guter alter Freund. War schon mal oben, oder? In dem Spiel. Ruinen des Tempels der Zeit. Der
Templars und Queen of Time und Twilight Princess und Breath of the Wild, wobei, ja gut, ja doch, Breath of the Wild schon. Sah zwar da genauso aus. Und fragt sich natürlich dann eben, wie sah wohl mal ursprünglich aus, ne? Also ursprünglich, ich meine, vor der Verheerung Ganon und so. Damals vielleicht noch anders ausgesehen hat, oder? Immer schon so, wie er jetzt aussieht und das halt, naja. Die nächste Frage, warum sieht er überhaupt so seltsam aus? Ich bete zu dir, o Königin. Okay, war nicht weird oder sowas. Warte mal, sind das so Ruinen, die wir kennen aus Ding? Wo die Dinge auftauchen. Miasma-Hände. Nach dem Phantom-Ganon. Genüge mir erstmal wäre hier. Nehmen wir einen von denen, wir haben so viele davon. Ja, nimm's doch, okay. Ich weiß nicht, ich wieder hier hoch muss und die haben jetzt nicht mehr so viele Schreine in der Nähe. Dann setze ich glaube ich hier mal kurz einen Teleporter. Was jetzt, wir haben überhaupt noch einen. Jo, okay, Glück gehabt. Nein, wieso einsammeln, hallo? Ich will ihn hier platzieren. Das wäre vielleicht das Gebiet, wo wir gar nicht waren. Es ist dunkel, es ist zu dunkel. Es ist eigentlich dunkel. Hä, das Gebiet ist doch erhellt. Reiseschwert. Link, was machst du da immer? Kein Wurfschwert danach. Ja, genau, Tulin. Und nun? Unter den Ruinen des Tempels der Zeit zu bringen. Ach du Scheiße. Ja, hier, ne? Okay, weißt du was? Was brauche ich schon wieder dafür? Soll ich doch erst alle vier machen, sie dann hin und her transportieren, ne? Wenn sie noch hier unten bleiben, wo ich sie hingelassen habe, wäre das eine Option.
Ja, ich glaube, es ist besser so, weil sonst ist es ein bisschen krass, Freunde, wenn wir das so versuchen. Naja, gut, dann würde man sagen, trotz allem wieder vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind bei 35 Minuten. Wir machen mal für heute Schluss und gucken dann beim nächsten Mal mit den drei restlichen Augen, ne? Also wir haben runterschicken, das wird jetzt das Problem sein. Aber wie dann weiter? Und vor allem, was soll der Ursprung sein, ne? Unterhalb des Tempels der Zeit. Ursprung vor allem, ne? Ist der Tempel der Zeit doch irgendwie aus einer Spät-, also nicht der Tempel der Zeit, den wir kennen, also Queen of Time und so und Co., sondern hat auch irgendwie was mit Sona zu tun, oder? Ist das bloß purer Zufall? In Sona dachten sich so, ach, da ist ein schöner Tempel der Zeit, eine schöne Rückstände und so, kommen wir bauen da unterhalb mal noch irgendwas hin. Man kann es nie wissen, wa? In dem Sinne, bis nächstes Mal und tschüssi!